Okay. Suchen wir uns ein Auto. Wir haben ein Auto. Und dann schauen wir uns mal hier so die Nebenmission an, um was es hier so geht. Mal interessant zu wissen, was da wieder so getrieben wird, was wir diesmal aufdecken. Ey, dieser Scheißdreck, ne? Ach du heilige Scheiße, dürfen wir erstmal wieder ans andere Ende der Welt fahren. Wir machen mal eine Schnellreise, würde ich sagen, weil mit der Schrottkiste jetzt halt quer über die Map fahren, da habe ich jetzt ehrlich gesagt wirklich keine Lust drauf. Ach, das ist ein Pfandhaus, ja, können wir gleich mal reingehen und gucken. Wie kann ich helfen? So, Munition nachladen, hier Seife verkaufen. Schade. Was denn schade? Verstehe ich nicht. Keine Ahnung. So. Was ist denn hier los? Cool, hier war ich ja noch nie. Da stehen einfach mal Züge. Hier stehen einfach mal Züge mitten auf der Straße. Wie geil ist das denn? Ich glaube, ich habe schon mal gesagt, dass ich schade finde, dass man nicht mit dem Zug fahren kann. Pass mal auf, wir machen das jetzt mal so. So. Ich hole mir jetzt mal hier das Auto. So scheiße ist es gar nicht. Das kann man schon gebrauchen. Wo ist es denn? Hier. Oi, ach ja, stimmt, ich habe da irgendwie noch vorher die Lackierung eingestellt. Ja, sieht gar nicht mal so schlecht aus, ne? Okay, dann hier Platz, muss durch. Wir haben den Pendejo. Ach, ist ja interessant, wenn wir den jetzt halt irgendwie mal random über den Weg laufen, dann greifen die uns jetzt an. Hey, die Leute hier anzuvisieren, das ist so scheiße gemacht, ganz im Ernst. Die Hafenbehörde hat wieder ein nicht gemeldetes Schiff in internationale Gewässer zurückgejagt. Bisher ist nicht bekannt, woher das Schiff ursprünglich kam. Das Eindringen illegaler Schiffe in US-Gewässer nimmt weiter zu. Es wird spekuliert, dass es um Industriespionage bei den Technologieunternehmen im Silicon Valley geht. Ja, das klingt ja mal interessant. Was? Oh, ist doch ein bisschen tiefer der Fluss, als ich dachte. Tja. Da ist es da hingegangen. So, jetzt müssen wir hier halt zu Fuß ein bisschen rumlaufen. Macht ja auch nix. Gucken wir mal, was hier so los ist. Also gut. Vor allem, warum muss ich da die Stromleitung hacken? Ach so, wahrscheinlich für die Stromrechnung. Nein, das wollte ich doch gar nicht. So, dann verteilt er das hier und dann können wir hier.
Aha. Okay. Okay, ich bin drin. Was Interessantes? Dieselben Typen. Was haben die vor? Ja, was meinen die mit geben bald auf? Verfolg's zum Hub und find es raus. Hey, kein Grund für Gewalt. Wollen Sie einen Witz hören? Ihr Gesicht. Reden Sie so mit Ihrem Hund? Und deswegen weiß ich, dass du ein Loser bist. Hast du gehört? Halt dein Maul oder ich zerstör dich. Cool, was gibt's denn hier? So, mal gucken. Jetzt haben wir bestimmt eine neue Nebenmission freigeschalten, oder? Hä? Hallo? Hier Selbstmord begehen, hey Mann, oder was? Was zum Teufel soll das denn? Komm schon! Komm schon, Mann! Jo, der wollte sich umbringen, indem er hier Autoabgase wieder reinleitet. Wir haben Follower gewonnen. Gar nicht mal so wenig. Krass. Okay, das hier erinnert mich irgendwie an die Grove Street aus GTA. Dieser runde Fleck hier. Und die Autos haben sich mal wieder in Wohlgefallen aufgelöst. Das finde ich super. So. Siehst du mal, haben wir ein Leben gerettet. Ui, das ist aber auch cool, das Auto. Komm schon, Mann. Okay, da oben haben wir die nächste Box. Machen wir mal die Drohne raus. Ah. Ja, dafür ist es da. Siehst du mal, beim letzten Mal war ich doch hier. Natürlich ist hier ganz zufällig ein Sperrgebiet. Der Raketenboom des Raumfahrtkonzerns in San Francisco geht heute mit dem Start weiterer Raketen in die nächste Runde. Die Raketen tragen Satelliten. Zu deren Zweck das Raumforschungsunternehmen jedoch keinen Kommentar abgeben wollte, um die nationale Sicherheit nicht zu gefährden. Zahn getroffen! Gegner? Nö. Okay. Ja, hier war ja die Kerndatei gelegen. Halt! Ich habe
hat was gehört. Komm schon, geh da hin. Ja, ja. Er ist weg, dieser kleine Wichser. Schade, hat nicht funktioniert. So, beim letzten Mal habe ich ja das Ding hier entdeckt, habe gesagt, wieso kann ich ihn da dran nicht hacken. Und jetzt wissen wir, dass das für eine Mission war. Ach, da oben steht ja auch noch einer. So, zack. Und da haben wir's. Und hier ist eine E-Mail von der Zentrale. Was bedeuten die Zahlen? Kein Plan. Scheinen Kontrollen für den Stromverbrauch von Häusern der Gegend zu sein. Er weist bestimmten Ausgaben einen Koeffizienten zu. Ausgaben für was? Spür den Hub auf, dann sehen wir, was sie damit machen. Da ist ein Penner in unserem Revier. Irgendwas stimmt. Wir schicken Penner gleich um. Finden und erledigen diese Person. Jo. Sind zu viele, geben sie auf! Danke, Polizei. Zum ersten Mal habt ihr mir mal wirklich geholfen. Ja gut, nicht so wirklich geholfen, aber ich find's gut, dass die auch mal auf andere schießen, nicht nur auf mich. Ich wollte eigentlich jetzt hingehen und das Geld einsammeln, aber offenbar mögen uns die Leute da einfach konsequent nicht. Verstehe gar nicht warum. Gucken wir mal. Der Hüt wird feiern, wenn wir diesen Dreckskerl endlich haben. Was hast du, Homie? Ich glaube, wir sollten erstmal die Zigeuner hier loswerden. Der Biss hat mich gehabt! Nein, nein, nein! Idioten. So. Natürlich, ja. Weißt du was? Fickt euch einfach so richtig fett. Ich wollte das Auto eigentlich in die Luft springen, aber aus irgendeinem Grund geht es halt nicht. Ja, lauft. Ja. Wird das jetzt Polizei? Na egal, kann uns wurscht sein. Wir haben die einfach mal verjagt, indem wir sie in die Luft gesprengt haben. Das finde ich gut. Diese sinnlosen Unterbrechungen, ey, ich hasse das. Da will man mal irgendwo hinfahren. Ich meine, ich gucke auf die Karte, kein Sperrgebiet, nichts. Und dann kriegen wir hier einfach, verfolgen die uns einfach total sinnlos. Ich meine, das waren ja jetzt nicht mal die Tescas. Das war ja irgendeine andere Gang, weil wenn uns die Tescas verfolgen, steht ja da unten
Teskas verfolgt uns und das war ja jetzt eine komische Hand oder irgendwas. Deswegen habe ich das jetzt nicht so ganz verstanden. Aber gut, kann ja sein, dass jetzt irgendwie alle Gangs so einen Pick auf uns haben. Sobald die uns sehen, direkt hier Harakesh. Die Wahl Ende des Monats wird mit großer Spannung erwartet. Trotz interessanter neuer Herausforderer deutet alles auf einen klaren Sieg für den Abgeordneten Mark Thruss. Online-Umfragen zufolge wird er seinen Sitz halten. Mit großem Vorsprung. Mhm. Ja? So, hier können wir doch bestimmt mal Karas' Auto kaufen, oder? Ich wollte ja eigentlich den hier kaufen, aber ganz ehrlich, das Auto ist mir einfach viel zu laut. Außerdem habe ich hier mal so den Baumsteiger, den raufen wir uns jetzt mal. Der ist eigentlich recht gut. Höchstgeschwindigkeit, Beschleunigung, sieht sehr gut aus. Alles klar. So, das ist eine Scheibe. Da ist eine Scheibe. Ja? Ach, betreten. So, das Auto müssten wir ja jetzt halt eigentlich auch in der Auto-App verfügbar haben. Genau, Höchstleistung, Baumsteiger, da haben wir den jetzt. Perfekt, da können wir uns jetzt den uns immer holen. Das Auto ist nicht ganz so übertrieben laut. Und wenn wir hier Turbo geben, dann hat es auch schon ganz schön Zahn drauf. Guck mal hier, wie das abgeht, das Auto. Also das geht schon in Ordnung. So, hacken. Mal gucken, was wir diesmal machen müssen. Drohne raus. Müssen wir nicht aussteigen. Wow, das war die schwierigste Mission der Welt. Die Typen erhöhen alle Rechnungsbeträge. Die machen das in der ganzen Nachbarschaft. Das ist CTOS. Scheißkerle. Die wollen die Mietkontrollen austricksen. Sie zwingen Leute zum Ausziehen und gentrifizieren die Gegend. Wir müssen das stoppen. Du musst. Ich weiß. Den Hub suchen. Suche den Hub. Wo ist der Hub? Da hinten ist der Hub. Oh, ja, ja, ja. Polizei, ey. Waren wir hier nicht gerade schon? Ach so, ach so, ach so, ach so, ach so. Ach so, ja, ja, hier wollte ich gerade hin. Aber ich wurde ja unterbrochen. Ach du heilige Scheiße. Okay. Dann schauen wir mal. Wo ist denn die Quelle? Hier ist die Quelle. Geht hier runter. Da, 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 da. Hier und das Auto. Und wir hier erstmal den Verteiler an. So. Dann verteilt der Verteiler hier rüber. Der Verteiler verteilt hier. Wir schalten das da frei. Keine Ahnung, wohin das dann verteilt. Das verteilt dann hier rüber auf den. Das heißt, wir haben nur begrenzt Zeit, hier zu verteilen, hier zu verteilen. Um dann hier drauf zu kommen. Easy. Und Download. So. Okay, das ist der Hub. Von hier aus überwachen sie alle Ausgaben. Kannst du das System erkennen, Josh? Ja, die Ausgaben werden mit einem Faktor größer als 1 multipliziert. Das ist der Prozentsatz des Preisanstiegs. Ich mach das rückgängig. Noch besser, setz den Faktor auf kleiner als 1. Die Lady am Telefon und ihre Nachbarn kriegen Rabatt. Passt. So, Follower. Am Start.
Drohne zurückrufen. Und dann haben wir's. Okay, schnappen wir uns unser Auto. Einsteigen. Ist ja jetzt unser Auto auch. Ja, haben wir ja gekauft. Was ist denn hier wieder für ein Scheiß? Punkrock. Ja, wunderbar. Wollte ich schon immer haben. In Ordnung. Der Zack App. Und was steht jetzt auf der Agenda? Wie gemalt. Na, es ist die Sammelmission. Die möchte ich jetzt nicht unbedingt machen. Ich glaube, das ist so eine Nebenmission. Ich glaube, die mache ich einfach nicht. Ganz im Ernst. Es sind nur Graffiti sprühen. Und dafür kriegen wir halt Follower. Das ist alles. So, Entlassungspapiere, hacke die Welt. Also, damit würde ich jetzt ganz gern weitermachen, aber ich weiß nicht. Ich glaube, wir nähern uns langsam dem Ende. Deswegen würde ich ganz gerne schon irgendwie ein bisschen die Nebenmissionen machen.